mache es diesmal andersrum, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Ron Nellenfitsch, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Heute haben Sie dem Hessischen Landtag den 48. Tätigkeitsbericht zum Thema Datenschutz und Informationsfreiheit vorgelegt. Und dafür möchten wir Ihnen als Fraktion DIE LINKE ganz ausdrücklich danken. Sie haben in diesem Bericht wieder wichtige Hinweise für das gesetzgeberische Handeln gegeben, auf Sicherheitslücken in der Verarbeitung von personenbezogenen Daten hingewiesen und die Grenzen des staatlichen Handelns bei Videoüberwachung aufgezeigt. All das haben wir im Digitalisierungs- und Datenschutzausschuss ausführlich diskutiert. Und deshalb werde ich gar nicht auf so viele Aspekte hier eingehen, weil ich glaube, heute ist auch eben auch ein besonderer Tag. Es ist nämlich der letzte Bericht, den Sie als Person heute hier vorlegen. Und deshalb möchte ich mich darauf konzentrieren. Seit dem 18. September 2003 waren Sie das Gesicht, die Stimme dieser so wichtigen Institution. 6.292 Tage standen Sie dem vor, und keiner Ihrer Vorgänger war so lange im Amt wie Sie. Und um das mal deutlich zu machen, was in der Zeit passiert ist, Sie sind 2003 in dieses Amt gekommen. Aber erst am 1. Januar 2007 hat Steve Jobs die Bühne betreten und hat davon gesprochen, one more things, und holte das iPhone 1 aus der Tasche. Heute nicht mehr wegzudenken. Da waren Sie aber schon 3 Jahre im Amt, Herr Prof. Dr. Ron Nellenfitsch. Das zeigt, welche lange Zeitspanne Sie den Datenschutz an dieser Stelle begleitet haben. Und wir bedauern außerordentlich, dass wir Corona-bedingt eben nicht mit Ihnen den 50. Geburtstag des weltweit ersten Datenschutzgesetzes feiern konnten. Dieses Gesetz, aber natürlich auch Sie und Ihre Arbeit und die Arbeit Ihrer MitarbeiterInnen, hätte es sicherlich mehr als verdient gehabt, aber ich hoffe darauf, dass wir eine Gelegenheit haben, den Geburtstag nachzufeiern. In diesem Jahr werden so viele Menschen ihren Geburtstag nachfeiern, und da werden wir dann auch einen Platz finden für den Geburtstag und die Würdigung dieses Gesetzes und ihrer Arbeit. 1970 formulierte der Hessische Landtag die ersten gesetzlichen Anforderungen an die Verarbeitung personenbezogener Daten überhaupt. Das Hessische Datenschutzgesetz stellte damit die Weichen für jede weitere Diskussion des Datenschutzes innerhalb und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Ja, letztendlich ist dieses Gesetz vor allem seine Auffassung über die Persönlichkeitsrechte der Grundstein für die Datenschutzgrundverordnung, mit der wir uns die letzten 3 Jahre ja so intensiv beschäftigt haben. Die Idee dafür ist aber eben schon 50 Jahre vorher gelegt worden. Und um mit einem Vorurteil hier mal aufzuräumen, Sie, Herr Prof. Dr. Ron Nellenfitsch, Sie haben niemals Daten geschützt. Das war auch nie Ihr Antrieb. Was Sie geschützt haben, das waren die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, denn das ist der eigentliche Wesensgehalt des sogenannten Datenschutzes. Und um den Auftrag da noch einmal deutlich zu machen, habe ich noch einmal geschaut, was das Bundesverfassungsgericht 1993 in seinem Volkszählungsurteil deutlich gemacht hat, als es den Schutz personenbezogener Daten zum Grundrecht erhoben hat und Sie, oder vielmehr Ihr Amt, aber Sie natürlich dann auch in Person als Amtsinhaber, zum Grundrechtswächter erhoben hat. Das Bundesverfassungsgericht hat ausgeführt, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der der Bürger nicht mehr wissen kann, wer was, wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, durch solche Verhaltensweisen nicht aufzufallen. Und dann führt das Bundesverfassungsgericht weiter aus. Hieraus folgt, die freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen eine unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Jetzt muss man noch einmal überlegen, 1983 war das. Was hat sich in der Zeit getan? Wie hat sich Technik weiterentwickelt? Zu dem Zeitpunkt hat noch niemand davon gesprochen, dass es irgendwann künstliche Intelligenz, dass es Big Data oder Silostrukturen in großen Datenbanken geben wird.
Die haben das vorweggenommen, und ihre Aufgabe war, und der sind sie immer nachgekommen, dieses eben auch entsprechend zu beachten und Hinweise darauf zu geben, wo wir die persönlichen Freiheitsrechte möglicherweise einschränken. Diesem Leitgedanken waren sie immer verpflichtet, und sie haben maßgeblich dazu beigetragen, diese Idee eben unter diesen rasant sich ändernden technischen Bedingungen weiterzuentwickeln, immer wieder anzupassen und, ja, das war auch ein Teil ihrer Aufgabe, immer wieder neu zu interpretieren, weil die Zeit und die Technik eben nicht stehen bleibt. Und dafür, sehr geehrter Herr Prof. Dr. Ronellenfitsch, gebührt Ihnen unser Dank, unser Respekt, und auch wenn wir immer oder wenn wir häufig in Detailfragen nicht einer Meinung waren, unsere Anerkennung für Ihre Arbeit. Ich bin der letzte Redner der Fraktionen, und deshalb möchte ich auf eine Sache eingehen, die uns neben Ihrer fachlichen Expertise sicherlich hängen bleiben wird, nämlich die Art und Weise, wie Sie hier Ihre Berichte häufig vorgetragen haben. Ich war nur im Genuss, das zweimal live zu erleben, aber ich hatte sie vorher auch schon immer mir durchgelesen. Ich habe versucht, Songtexte zu googeln, aber ich muss gestehen, mein Musikwissen reicht nicht annähernd an das Ihre heran. Und so blieb ich dann bei Roger Whittaker hängen. Abschied ist ein scharfes Schwert. Aber das ist weder Ihre Musik noch Ihr Stil, und das ist auch gut so. Wir wünschen... Also, Herr Kollege Felshausen, hätte ich gewusst, dass Sie Roger Whittaker anführen, hätte ich schon früher die Redezeit angemahnt. Denn die haben Sie mittlerweile, locker erreicht. Dann kommen wir zum Abschied. Wir wünschen Ihnen jetzt in den beginnenden Unruhestand, dass Sie mehr Zeit für Ihren Rock'n'Roll haben. Und in diesem Sinne unser Abschied mit dem Song der Spencer Davis Group, Keep on Running, Mr. Ronellenfitsch. Vielen Dank für Ihre Arbeit.